Hallo und herzlich willkommen bei meinem ersten richtigen Let's Play Video. Wir spielen ein Spiel, das es erst seit kurzem auf Steam gibt. Also seit 5 oder 10 Jahren oder so. Also, es ist nicht mein Menschenleben. Ich spiele das jetzt, weil ich das noch nie gespielt habe. Ja. Und weil es der Wunsch einer gewissen Person war, dessen Name ich nicht näher erläutern möchte. Meine Freundin. Schöne Grüße. Ja, Portal 2. Mal gucken, was mich da erwartet. Also ich habe das noch nie gespielt. Und die Rätsel werden mich bestimmt zum Verzweifeln bringen. Wir starten einfach mal. Einzelspieler spielen. Zack. Ein Ladebildschirm. Portal. Jahrelang habe ich mich davor gesträubt. Und nun ist es soweit. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Ja, das kann ich noch. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Ja, nach unten gucken geht auch noch. Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Wow. Was für ein teurer HD 4K Röhrenfernseher. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Aha. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Achso, jetzt muss ich einfach nur das Bild. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Aha. Hey, gut, ich will weiterhören. Kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Was ist ein Bett? Ist das mein Bett? Ist das mein Bett? Wow. Was für ein grandioses Retro-Look-Schnurlos-Telefon. Mit Touchscreen. Naja. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999999. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umlassen müssen. Alle Tests. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Haben damit automatisch ein. Hallo? Kannst du diese Anlage im Hyperschlaf zu? Kannst du die Tür aufmachen? Das wäre ziemlich dringend. Bezüglich dieser Richtlinie oder falls du machst schon die Tür auf. Ja. Ja. Ach, du siehst furchtbar gut aus. Nein, wirklich ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Was? Festhalten? Ah! Ich halte mich hieran fest. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Nein, Mann, ich bin in einem Zimmer, wo schon seit Tagen nicht mehr gewuscht wurde. Im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Nein.
Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Äpfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Kernschmelzen? Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Natürlich keiner was. Was passiert hier? Warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man nicht auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ja, klar. Ich muss hier erstmal durchkommen. Wow. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirren vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Danke. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Geschafft! Nochmal! Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay, los geht's. Wohin? Ah ja, ja, nein, nein. Weiter, direkt durch das Loch da. Ja. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Hallo? Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Okay, das war... Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1, it. Tut das gut. Ich bin eine Frau? Warum bin ich eine Frau? Aha. So. Jetzt bin ich durch so ein komisches Portal gelaufen. Kurz etwas leiser. So muss es gehen. Ja. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Warum schließt sich die Tür immer wieder? Was muss ich jetzt machen? Ach so, da ist... ein... Quadrat... ein
Quader. So. Bin ich nicht schlau? Bin ich nicht schlau? Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. So. Das ist, sieht aus wie ein Fahrstuhl. Wie ein funktionstüchtiger Fahrstuhl. Wenn ich jetzt einmasse, das hier funktioniert. Oh, Ladebildschirm. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Mhm. Gut zu wissen. Also hier sieht es schon sehr, sehr hübsch aus, ja, mit den ganzen Blumen, die sorgsam gepflegt wurden, über die Jahrtausende hinweg vielleicht. Erstmal einen Knopf drücken, einen roten Knopf, das ist immer gut. Was hat sich jetzt verändert? Hier ist... War ich hier schon? Jetzt bin ich hier. Muss ich das Ding bestimmt aufheben. Und so schlau wie ich bin, warte mal. Kein Rätsel ist zu schwer für mich. Jeder sagt, das Spiel wäre schwer. So, genau, jetzt ist das Tor hier offen. Jetzt kann ich nämlich hier hingehen. Gut. Zack. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Überstrafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Was? Wiederbeleben? Bin ich denn tot? So, hier ist noch ein Fahrstuhl, in den ich einfach mal reingehe. Und noch tiefer fahre. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Eine empfindsame Wolke? Hat er gerade eine empfindsame Wolke gesagt? Was ist das hier? Das ist der Bundestag. In den Bundestag ist ein Roboter mit einer Krone. Ja. Wo bin ich hier eigentlich? Na bitte, was? Geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Erschreck mich nicht so. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Auf welchem Podest? Na klar! Hallo? Siehst du die Portalkanone? Außerdem lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Hier liegt ja schon was. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Ja. Jetzt habe ich ein Maschinengewehr.
Ho, ho, ho. Das ist also die berühmte Portal Gun wahrscheinlich. Da muss ich bestimmt hier ein Portal öffnen. Das führt mich jetzt da hoch, oder was? Die Uhrzeit, es ist genull in der Uhr. Nein. Kurz vor 10 vor 2. Oder 5 nach Viertel vor 2. Für die Westdeutschen hier. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Hm. Na gut. Wie komme ich jetzt hier hoch? Achso, ja, ich muss halt wieder so ein Portal. Portal öffnen? Ah, okay. Warum kann ich denn da unten kein Portal öffnen? Naja. Ha! Juhu! Okay, hören wir auf. Noch einmal. Hä? Wie komme ich denn hier hoch? Ah, ist das Rätsel schwer. Ich komme da echt nicht mehr mit klar. Muss ich das erst wieder deaktivieren? Nee. Huch! Ups, hoppla. Muss ich da hoch? Ja, ich muss da hoch. Das läuft gut bei mir. Schon am Anfang des Spiels komme ich nicht mehr weiter. Habe ich noch eine andere Waffe? Nee. Ach, warte mal. Ja. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Bin ich nicht schlau? Ich habe das Rätsel gleich 5 Sekunden gelöst, hä? So, jetzt geht's noch tiefer. Und schon wieder ein Ladebildschirm. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Genau meine Musik. Oh. Geht hier überhaupt mal was? So. Ah.
Klacks. Ich hab den Träger langsam raus. Erst wieder die Kamera abschießen. Hallo? Diesmal geht's nicht. So, hier ist das Ding. Also muss ich... Okay. Zu früh gefreut. Da unten ist das andere Ding. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Das Lob ist immer verdient, was ich bekomme. Ja. So. Das ist also Portal 2. Ich hoffe, man muss den ersten nicht gespielt haben, um den zweiten zu verstehen. Unreason. Ups. Oh. Wohin muss ich jetzt? Ach, einfach nur hier hin. Läuft da ganz gut bis jetzt, hä? Ich wasche hier durch wie nichts. Ich bin selbst sehr stolz auf mich. Wird das Enrichment Center mit Feuerwehren, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Wieso komme ich da nicht durch? Kann der die sich nicht spücken oder sowas? So geht's natürlich auch. So, ich mache jetzt hier mal eine kurze Pause. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ja.